genauso wie diese Treppe hier, eine Treppe aus Kristallwänden bauen können. Jetzt sieht es eigentlich schon gut aus, wie ihr seht. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Ideenschmiede. Ich bin der Typ mit dem Bart. Oha, war ich das etwa? So Leute, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mich wieder auf den Weg gemacht und habe mir ein paar Dinge ausgedacht, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und zwar geht es heute um Glas. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ja die neuen Kristallwände. Und ich habe mal ausprobiert, was kann ich mit diesen Glasteilen oder Kristallwandteilen alles machen, was ist möglich. Und ich habe zwei, drei Sachen ausprobiert, die muss ich euch unbedingt zeigen, weil die so, also wirklich richtig, richtig gut geworden sind. Und ich hatte eigentlich vorher nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Kommt einfach mit, ich zeig's euch. So, bevor ich euch jetzt zeige, was ich alles mit den Kristallwänden angestellt habe, kurz nochmal eine Info in eigener Sache. Ich hatte es im letzten Video schon angekündigt. Es gibt einen Discord, ja? Also ich habe einen Discord-Server. Ich werde euch das Ganze auch mal in die Infobox unten mitpacken. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn vielleicht der eine oder andere Lust hat, dem Ganzen zu joinen, sodass wir ein bisschen einen regen Austausch untereinander haben, was das Spiel angeht, aber vielleicht eventuell auch andere Spiele. Ich meine, ihr wisst selber, was man in dem Discord alles bequatschen kann und so weiter. Was ich halt mega finde, dass ich halt auch mal die Möglichkeit habe, zu sehen, was ihr so für Dinge baut, und ihr könnt das da einfach posten, ihr könnt das reinpacken, ihr könnt meinetwegen auch gerne selber Videos verlinken, die ihr gedreht habt. Ist mir, also das interessiert mich genauso, ja. Also wie gesagt, es gibt Discord, den Link dazu und beziehungsweise die Einladung in der Infobox. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald dort wiedersehen. Jetzt wollen wir mal mit dem eigentlichen Thema loslegen. Ich hatte es in einem der letzten Videos ja schon mal gezeigt. Da hatte ich so eine Lichtsäule gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Das war das Video, lasst mich kurz überlegen. Genau, ich glaube, das war das mit der Dartscheibe und der Kegelbahn. Da hatte ich so eine Lichtsäule gebaut. Das habe ich jetzt nochmal ein bisschen weiter gesponnen, etwas größer gemacht. Und zwar habe ich mir hier so ein Türmchen gebaut. So ein bisschen mit Goldmünzen dekoriert. Ein Feuerchen reingehängt. Da oben auch diese Wandarme bzw. diese Fackeln damit reingehängt. Kannst du natürlich, dadurch, dass die Steine relativ hoch stapelbar sind, kannst du das Ganze natürlich noch einiges von der Höhe erweitern. Habe ich mir gedacht, kann man vielleicht machen, wenn man irgendwo sein Dorf an der Küste hat und du nimmst das vielleicht als Leuchtturmersatz oder machst es einfach zu dem Zentrum deines Dorfes, deiner Siedlung oder wie auch immer. Also wie gesagt, ist jetzt vielleicht nichts Spezielles, was ihr vielleicht nicht selber schon mal ausprobiert habt. Ich möchte aber trotzdem einfach mal gezeigt haben. So, dann haben wir hier noch ein Fensterdesign. Das hatte ich ja letztes Mal oder beziehungsweise im vorletzten Video gab es ja die Fensterdesigns, die ich gemacht habe. Das ist tatsächlich was, das hatte ich eigentlich auf dem Schirm gehabt. Habe es aber wieder vergessen in meiner Bräsigkeit. Das wollte ich einfach nur noch mal, dass ihr das seht. Das sind halt diese Dunkelholz-Elemente zusammen mit diesen Dunkelholzbögen. Ja, also ist einfach ganz einfach Sache. Hat aber auch einen Mordseffekt, wenn ihr das in irgendwelche Häuser reinbaut. Gut, dann gibt es ja hier, das ist ja sowas, wie soll ich sagen, das ist das, was mich die ganze Zeit so ein bisschen ärgert an diesen Glaselementen. Man kann keine kompletten, vollständigen Glaswände bauen. Du musst immer irgendwelche Snap-Points links und rechts davon setzen, von diesen Glaswänden oder Kristallwänden. Und ja, eine durchgängige Glasfläche ist einfach nicht machbar. Was natürlich mega interessant wäre, sowas zu bauen, aber es funktioniert einfach nicht. Jetzt gibt es mehrere Lösungen. Die eine ist zum Beispiel, das Ganze so zu machen, wie es hier dargestellt wird. Mit den, auch Dunkelholzpfosten dazwischen gesetzt. Viele machen auch diese Gitterwände, machen die hier super übereinander rein. Ich habe sowas Ähnliches gemacht, nur ich habe einfach mal die Gitterwände umgedreht. Und so hast du, ich finde, das ist dann wirklich minimal noch zu sehen, dass da irgendwie noch so Ankerpunkte dahinter sind. Ich werde mal hier die Holzbalken wegnehmen. Jetzt habe ich hier natürlich Mords die Tür im Weg, damit ihr seht, was ich meine. So. Und so sieht das Ganze aus. Ja? Also ich finde, wenn man von Weitem guckt, trägt das gar nicht so dick auf. Also ich zeige es euch mal von der Seite, damit ihr das auch sehen könnt. Die habe ich einfach quer dahinter gesetzt. Also probiert es gerne mal aus. Ich kenne auch die Variante, dass viele... Moment, jetzt muss ich gerade mal
diese Gitterwände wieder rausholen. Ich kenne eigentlich auch diese Variante, dass viele das Ganze dann so machen. Ich mache es einfach mal hier hin. So, und so rahmen sie einfach diese Glaselemente ein. Also sprich, dann hier weitergebaut. Hier kann ich nur sagen, probiert es einfach mal aus. Also ich fand es eigentlich eine coole Sache. So, jetzt kommt eigentlich eins meiner Highlights, wo ich echt lange rumgedoktert habe und probiert habe und habe versucht, das für euch irgendwie zu realisieren. Und mir ist es tatsächlich gelungen. Ach komm, ich quatsch gar nicht lang, ich zeige es euch einfach. Ich habe nämlich hier, jetzt speichert die Welt gerade, eine Treppe aus Kristallwänden bauen können. Eine Wendeltreppe. Ja, also ihr seht selber, das Ganze ist völlig ohne Mods. Da drüben ist auch noch eine, zeige ich euch auch gleich. Das Ganze ist völlig ohne Mods gebaut. Nur mit dem ganz normalen Dev-Commands, also mit dem Developer-Modus eingeschaltet. Genauso wie diese Treppe hier. Ich finde, die sieht auch ziemlich cool aus. Also mir gefällt es mega. Es geht natürlich nicht komplett aus Glas, weil du brauchst irgendeinen Punkt, wo du das Glas einfach dran snippen lassen kannst, sonst funktioniert der ganze Käse nicht. Und auch gerade so diese Dinge wie die letzte Stufe vom Boden oder die letzte Stufe oben, bevor es dann irgendwo am Boden weitergeht, also hier an so einem Bodenelement, musst du auch immer mit Holz abschließen. Also ich habe es zumindest nicht anders hingekriegt, aber hier steckt eine ganze, ja, schon eine Menge Zeit drin, die ich dafür investiert habe, um euch das so zeigen zu können und auszuprobieren. Ich denke, es wird viele interessieren. Manche denken sich, naja gut, ist ja auch nur eine Treppe. Aber letzten Endes, gerade auch im Dunkeln, wenn man hier vielleicht noch irgendwie Deko-Elemente drunter packt. Ich habe hier zum Beispiel mal diese Surtling-Trophäen mit reingestellt. Es macht halt schon ein bisschen was her. Wenn du hier jetzt komplett alles voll mit Surtling-Trophäen machst, dann sieht das aus, als ob du irgendwie auf der Glut laufen würdest nach oben. Ich weiß nicht, ob es klar ist, ob man das hier so sehen kann. Das ist eigentlich die gleiche Konstruktion wie die Wendeltreppe, die ich euch schon in einem meiner, ach, das ist, glaube ich, noch eins der allerersten Videos gewesen aus der Ideenschmiede, wenn es nicht sogar das erste Video gewesen ist. Ich meine, es war das allererste Video. Ich werde es euch hier gerne oben rechts nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da wird einfach nochmal erklärt, wie eine Wendeltreppe gebaut wird. Ich würde euch jetzt vielleicht gerne mal den Anfang zeigen wollen, damit ihr ungefähr wieder wisst, worum es geht. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Beleuchtung hinzimmern, damit es einfach besser zu sehen ist. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt mal so ganz spontan noch hin, weil da echt schon viel Fummelarbeit drin steckt. Aber ich denke, ihr werdet mal die 5 Minuten Geduld investieren wollen, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Wo stelle ich es denn am besten hin? Also das Schwierigste ist eigentlich immer, ja, einfach einen Anfang zu finden. Wie machen wir es am schlausten? Wir machen es einfach mal hier. Ne, das war verkehrt. Den stellen wir erst nochmal dahin. So. Also prinzipiell ist es egal, welchen Pfosten du nimmst. Den Holzpfahl, Dunkelholzpfosten, wie auch immer. Völlig wurscht. Einfach hinstellen. Und dann fängst du mit der ersten Stufe an. Die kannst du hier unten versenken. So. Über die kann man ja prima drüber laufen. Könnt ihr auch in dem Video sehen, was ich euch gezeigt habe. So, und es ging eigentlich, ich zeige es jetzt nur mal im Schnelldurchgang. Es ging eigentlich darum, dass man hier die nächste Stufe hinbaut, quasi die an diese Stufe ansnappen lässt, aber ein Klick weiter mit der Maus. Ja, ihr seht es ja, so ist gerade und ein Klick weiter und dann habe ich den Winkel. Dann setzt du am Ende, setzt du hier diesen Meterholzpfosten hin oder Holzbalken und daran richte ich quasi meine neue Stufe aus. Ja, indem ich hier einfach Shift gedrückt halte und gehe mit der Maus hier drüben hin und es gibt irgendwann den Punkt, da seht ihr es, da springt der Balken durch. Und das ist quasi die Höhe für eure Stufe. Ja, so. Ihr seht, kann man prima drüber laufen, klar von einer Seite natürlich nicht, aber das funktioniert. So, das Ganze habe ich natürlich versucht, auch mit dem Glas nachzuahmen, wobei das da halt ein bisschen schwieriger ist, weil die Glasteile, die sind natürlich nur 1 Meter breit und ja, du musst einfach zusehen, dass du das dadurch ersetzt bekommst. Ich nehme jetzt mal hier den nächsten und setze den mal hier dran und wiederhole das ganze Spiel nochmal, weil das Ganze kannst du eigentlich erst ab einer gewissen Höhe machen. Ja, also es ist schwierig, das wirklich diese Glaselemente im Boden zu setzen.
oder zu versenken. Du musst eigentlich erst eine gewisse Höhe haben. Ich meine, ihr seht es ja hier, ich musste hier sogar noch hier mit der Holztreppe arbeiten, mit der ganz normalen, weil ich sonst hier den Sprung nicht drauf geschafft hätte. Ja, ihr seht es, das hängt. Aber es ließ sich im Nachgang nicht mehr anders machen. Vielleicht kriege ich es diesmal noch einen Tacken besser hin mit euch zusammen. So. Also, wie gesagt, das in dem anderen Winkel dran setzen. Dann gucke ich hier, dass ich hier diesen Snap-Point finde. Oder diesen Point, wo das Ding springt. Und prinzipiell könnt ihr dann auch immer hier unten diese Balken wieder wegnehmen. Das sind nämlich eigentlich nur Hilfsbalken. Das ist bei den ersten ist es ziemlich schwierig, weil er halt ziemlich klein ist. So. Und so würdest du ganz normal deine Holztreppe weiterbauen. Immer einen Winkel weiter und immer das Snappen lassen und so weiter und so fort. So, jetzt geht die eigentliche Schwierigkeit los. Du wiederholst das quasi nochmal, machst es aber diesmal aus dem Grund, damit du hier diesen Balken setzen kannst. Ja? So ähnlich wie da drüben. Und dann schmeißt du den wieder raus. Und jetzt kommt das Glaselement zum Tragen. So, da geht's nämlich schon los. Das funktioniert gar nicht so einfach. Ihr seht's, also ich kann hier drücken, machen, tun, wie ich will. Ja, das haut nicht so wirklich hin, weil das Teil auch einfach größer ist. Ich kann einfach mal gucken, ob das funktioniert, ob ich die richtige Höhe habe oder ob der Überschwer... Ja, ich sehe das schon, das ist schon zu hoch hier. Ja, da komme ich nicht mehr drüber. So, zwei Möglichkeiten hast du jetzt. Also entweder setzt du hier noch mal den gleichen... Ich muss das gerade noch mal zerstören. Jetzt ist natürlich auch der Hammer noch im Eimer. So, entweder setzt du jetzt einfach noch mal das Ganze als Holzbalken hin. Dann bist du zumindest auf der sicheren Seite. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Genau, den wollten wir hier hinsetzen. So, dann gehe ich wieder hier rum. Und dann flansche ich den wieder hier dran. Suche mir den Sweet Spot. Genau. Und schmeiß den unteren Balken in die Tonne. Also, um nochmal zu überprüfen. Bop, 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 läuft wunderbar drüber. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt müsste ich eigentlich die richtige Höhe haben. So, jetzt nehme ich mir hier wieder den nächsten Winkel. Na komm, willst du nicht? Doch, da willst du doch. So, jetzt nehme ich einfach mal den höheren Balken, weil es ja jetzt auch höher geht. So, dann schmeiße ich den wieder raus und jetzt sollte es eigentlich funktionieren, dass ich das Teil so ein bisschen daran ausrichten kann. Ja, und zwar habe ich immer, um den Abstand ein bisschen hinzuhalten, also ihr seht ja, ich nehme mal hier, ihr habt ja auf diesem Balken, habt ihr ja links hier diese Kante, ja, oder ihr müsst mal ein bisschen auf den Cursor gerade achten, oder rechts diese Kante, ja, und ich versuche die Teile, also ich kann die entweder in diese Richtung positionieren oder aber in diese Richtung positionieren. Und ich habe versucht, das Ganze immer links auszurichten, damit du jede Stufe gleich ausrichten kannst und nicht, dass die eine weiter vorsteht, die andere steht weiter zurück. Dann entstehen nämlich Riesenlöcher. Musst du natürlich erstmal ausprobieren. Hier ist halt auch viel Doktorarbeit mit dabei. So, probieren wir es mal. Ja, da seht ihr nämlich, da ist der nämlich schon wieder höher als der andere. Aber den kann man ja dann an der Stufe ausrichten. So, und jetzt sieht es eigentlich schon gut aus, wie ihr seht. Ja, zack, drüber gelaufen. So, und jetzt nehme ich mir den nächsten Balken. Da muss natürlich immer, jetzt wird es nämlich auch kompliziert, weil du meistens nämlich an den Glas anfängst, darum zu snappen. Und es geht eigentlich immer nur darum, dass du den nächsten richtigen Winkel hast. Die Höhe von dem Holzbalken hier, von dem, den ich gerade gesetzt habe, ist völlig egal. Es geht nur damit, ihr hinten das Ansatzstück hinbekommt. Den hier. Der ist der ausschlaggebende Balken. So. Jetzt nehme ich den nochmal weg.
und richte den nächsten danach aus. Auch wieder hier immer mit gedrückter Shift-Taste. Seid nicht verzweifelt, wenn es beim ersten Mal nicht richtig funktioniert. Es ist viel Fummelarbeit, aber ich bin völlig zuversichtlich, dass ihr das schafft. Ich habe es ja auch geschafft. Also kann es ja nicht so kompliziert sein. So, ihr seht jetzt schon, das ist schon wieder viel zu hoch. Also müssen wir den wieder ein ganzes Stück nach unten setzen. Ich würde mal sagen, hier so auf, na, sagen wir mal hier diese Höhe, das dürfte passen. Schauen wir mal um die Ecke. Ihr könnt das natürlich immer wieder ausprobieren, indem ihr dann einfach drüber marschiert. Das passt. Hier wieder rangesnappt und zack, 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 rüber über die Glastreppe. So, und das könnt ihr natürlich, so wie ihr hier drüben seht, beliebig weiter treiben. Ja, also was ihr natürlich auch noch machen könnt, falls ihr zusehen wollt, dass ihr das Ganze irgendwie hier schon ab der Stufe anfangt, dann müsst ihr halt, wenn ihr so einen Boden hier drin habt, den Steinboden, müsst ihr den Stein hier rausnehmen, müsst diesen Balken, natürlich müsst ihr einen Meterbalken dann nehmen und dann schafft ihr das vielleicht auch noch diese Stufe und vielleicht auch noch die davor schon mit Glas ja, zu bauen. Gut, ja, so habt ihr dann quasi die Wendeltreppe aus Glas und habt, was immer ihr auch baut, ihr habt einen Mordsblickfang da drin. Ich finde es einfach mega beeindruckend, dass es dann doch funktioniert und mir gefällt super und ich bin, ihr hört schon, ich bin völlig gehypt davon, dass das funktioniert hat, auch wenn es uns die Entwickler da relativ schwer gemacht haben, dass das so überhaupt zu realisieren ist, aber es funktioniert. So, ähnliches Prinzip hier drüben bei der 45-Grad-Treppe. Hier kann ich es euch auch zeigen, die funktioniert also auch. Du kannst auch hier drüber laufen. Was die halt so ein bisschen problematisch macht, ist einfach, dass die nicht wirklich in dieses Raster hier reinpasst. Ja, also ihr seht es ja selber, wie die Balken hier gesetzt sind. Normalerweise hast du ja hier so in diesem, ja, ich sag mal, in diesem Fugenkreuz links und rechts, da hast du ja eigentlich die Snap-Points von den Balken. Das passt hier nicht ganz, weil sonst sieht es beknackt aus. Ich habe es versucht, funktioniert aber nicht so ganz. So, auch hier kann ich noch mal kurz, ja, mal kurz einen Einblick geben, wie das funktionieren kann. Ich hoffe auch hier, dass ich das noch mal ganz spontan so hinbekomme, ohne euch großartig eure Zeit zu stehlen. Du fängst erstmal an, schnappst dir hier deinen 45-Grad-Winkel-Balken. So, den setzt du dir hier rein. Der müsste ja eigentlich irgendwo snappen. Ja, kann man auch ruhig da nehmen. So, ich würde vielleicht da noch direkt einen drüber setzen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen anders gemacht als da drüben, aber ich finde gerade, dass das gar nicht so schlecht ist. Und dann legst du hier genauso los. Die snappen nämlich hier schon. Und dann fängst du einfach an, hier die Stufen davor zu setzen. Ja, das wird zu hoch sein, das heißt, ich muss mir hier auch einen Balken davor setzen. Aber weiter runter komme ich damit nicht. Also es würde vielleicht noch gehen, wenn ich hier noch weiter ausholen würde. Ich meine, ihr könnt das gerne mal ausprobieren, wenn ihr das eh nachbauen möchtet. Und könnt es mir dann mal in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert hat. Aber ich war so happy darüber, dass es funktioniert hat, überhaupt hier eine Treppe, eine funktionierende hinzustellen, dass ich eigentlich gar nicht ja, lange rumdoktern musste. So, das sieht jetzt natürlich mega scheiße aus. Das ist doch manchmal, wie man halt steht. Ja, also wie der Winkel ist. Ihr seht, manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert es nicht so gut. Da muss man erst ein bisschen den Flow rausfinden. Und dann geht es eigentlich ratzfatz. Ja, ihr seht, hier ist jetzt zum Beispiel Mods ein Sprung drin. Also passt dieser Stein oder diese Kristallwand schon mal nicht rein. Das ist nämlich völlig blöd. So, am besten ist es, ich zeige es, ich will es euch mal ganz kurz zeigen. Ich halte jetzt, ihr seht hier mein Fadenkreuz in der Mitte. Ich halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und dann ziehe ich nach unten. Und so würde ich normalerweise bauen. Und dann ziehe ich noch ein Stück und dann seht ihr, snappt das da hinten in der Wand an. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier den richtigen Absatz zu treffen. Ja? So. Ich probiere mal kurz, nicht, dass ich hier jetzt einen Käse mache. Jetzt müsste ich aber eigentlich die richtigen Stufenhöhen erwischt haben. Genau, und so kannst du drüber laufen. Ja, ist halt schade, dass das hier unten mit der ersten nicht funktioniert. Aber wie gesagt, probiert es mal aus mit dem, das Ding hier weiter auszuhöhlen, das Loch. Und dann
Könnte das funktionieren? So, und dann setzt du einfach hier Stufe an Stufe. Musst immer ein bisschen die Position wechseln, damit du direkt davor stehst. Und immer hier mit deinem Cursor, dass du auch das Holz treffen kannst. So, seht ihr? Seht ihr, wie einfach das ist? Zack. Druff. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, hier snappt der wunderbar, weil hier der Stein ist. Wenn ich das jetzt einfach mal so mache und ich zeige euch kurz, was ich meine, damit ihr seht, warum ich das Ganze ein bisschen versetzen musste. Wenn ich jetzt das Ding dranhänge oder den 45-Grad-Winkel dran mache, ihr seht, das ist außen vor und das sieht einfach Käse aus und das zieht sich dann über die ganze Seite. Ja, das heißt, du musst das Ganze dann hier auch wieder mit gedrückter Shift-Taste einfach versetzen. Das ist auch nicht gerade so einfach, das zu machen. So, und dann kannst du einfach hier gegenhalten. Und in der Regel snappt er dann hier, seht ihr ja, einfach mit an den nächsten dran. So soll der Spaß aussehen. Ist natürlich jetzt auch nochmal ganz grob dargestellt. Auch hier gilt es wieder, ihr müsst da selber ein bisschen rumfummeln und versuchen, den richtigen Winkel zu erwischen. Ich versuche das natürlich immer alles so kurz und knapp wie möglich zu erklären, aber ich denke immer, ihr habt das Prinzip verstanden. Also wie gesagt, ich werde euch gerne nochmal das alte Video verlinken, damit ihr euch nochmal ganz genau diesen Treppenbau anschauen könnt. Denn im Prinzip ist es genau das Gleiche. Aber ihr habt gesehen, und das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache, es ist möglich, aus den Kristallwänden Treppen zu bauen. Ja, also hier die Wendeltreppe funktioniert wunderbar. Die funktioniert sogar noch einfacher als diese 45-Grad-Winkel-Treppe, finde ich. Also denke ich, werdet ihr hiermit relativ schnellen Erfolg haben. Und ja, werdet euer Heim, euer Haus oder was auch immer, werdet ihr einfach mega aufwerten können. Gut. So, mit diesen Eindrücken möchte ich eigentlich die heutige Folge auch schon wieder beschließen. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, euch beim Discord-Server anzumelden. Wie gesagt, der Link in der Infobox. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit immer jetzt Werbung dafür mache, aber mir ist es echt wichtig, weil ich gerne mit euch, ja, ich möchte eure Ideen sehen. Und das ist halt hier über YouTube nicht möglich. Ihr seht meine Ideen, aber eure kann ich leider nicht sehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen Richtung Valhalla da lasst. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und sag tschö mit Ö.